Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy, wo wir jetzt in die Krypta gehen und dort mit Sebastian sprechen. Mal schauen, was uns dort jetzt erwartet. Mein Umhang hat sich gerade richtig um mich gewedelt. Supi. Sie ist am Boden zerstört. Sie hat euren Onkel begraben. Allein. Ich tat es für sie. Sebastian, Anne könnte es nicht ertragen, dich auszuliefern, aber... Was? Mich ausliefern? Sie hat gesehen, was passiert ist. Ich gebe dir Zeit zum Nachdenken, Sebastian. Mich ausliefern? Sebastian. Hast du das gehört? Du hast es doch gesehen. Ich wollte meinem Onkel nie wehtun. Ich weiß. Unfassbar, dass er tot ist. Wie konnte das nur so schief gehen? Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht. Oh, Anne. Ich wollte nur helfen. Ich kann jetzt nicht gehen. Anne braucht mich mehr denn je. Du verstehst es. Du kannst mit Ominous reden. Bring ihn zur Vernunft. Er hört auf dich. Ich muss zu Anne. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Sebastian. Du weißt es nicht? Oh doch. Anne hat niemanden. Ich bedauere alles, was ich getan habe. Ich weiß, es war falsch. Ich hoffe nur, dass sie mir verzeihen kann. Dass mir alle verzeihen. Egal, wie es jetzt weitergeht. Ich bin froh, dich zu kennen. Alter Schwede. Armer Sebastian. Ominous. Eine Katastrophe. Unglaublich. Nach dem letzten Treffen ging ich direkt nach Hogwarts. Bevor ich mit Black reden konnte, hörte ich von Anne. Ich bin sofort nach Feldcroft und fand sie bei Solomons Leiche. Sie war außer sich vor Kummer. Einerseits soll Sebastian die Konsequenzen tragen, andererseits erscheint es ihr unvorstellbar. Ich will Sebastian nicht verlieren, aber wir haben wohl keine Wahl. Wir haben eine Wahl. Was bringt es, ihn jetzt auszuliefern? Er bereut es offensichtlich sehr. Er wird so etwas nie wieder tun. Das hat er schon oft behauptet. Aber wir müssen auch an Anne denken. Sie ist krank und hat jetzt ihren Onkel verloren. Willst du ihr auch noch ihren Bruder nehmen? Ich verstehe, was du meinst. Vielleicht hast du recht. So sehr ich glaube, dass Sebastian für seine Taten büßen sollte, würden wir damit auch Anne bestrafen. Ich hoffe, wir tun das Richtige. Ich rede mit Anne. Wenn ich es bin, stimmt sie dem Ganzen sicher zu. Danke, Ominous. Du bist ein guter Freund. Was auch vor uns liegt, wir müssen es gemeinsam angehen. Das weiß ich. Ihr macht das schon. Hallo. Danke. Dachte schon, ich komme jetzt nicht hier raus. So. Das ist dann auch ready. In Henriettes Versteck. Nutze Rolands Karte. Ich würde sagen, wir bauen mal schnell den Zauberstab. Bei unser lieben Dude. Verkaufen könnten wir eigentlich auch direkt dann. Wir so viel Müll wieder einstecken schön, haben. Schön, Sie wiederzusehen. Weg. 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 Ah, den Ball mal weg. 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 Die Kohle. Weg. Weg. Danke fürs Vorbeischauen. Bitte, bitte. Hoffentlich bis bald. Ja, mal schauen. So, wir sind Auftrag an. Hallo. Hallo, Mr. Ollivander.
Ich habe mich gefragt, ob Sie mir bei etwas helfen könnten. Ja, Professor Fig hat mir mit einer Eule mitgeteilt, dass Sie kommen würden. Er war etwas kryptisch, sagte, ich müsste einen besonderen Zauberstab für Sie herstellen und dass Sie die Materialien hätten. Ja, Sir. Hier sind Sie. Oh, wie außergewöhnlich. Bemerkenswerte Form. So habe ich wirklich noch nie einen Zauberstab angefertigt. Zerbrochene Zauberstäbe repariert, ja, aber das ist etwas ganz anderes. Sie halten mich ganz schön auf Trab. Ich denke, ich kann mit dem arbeiten, was Sie mir gebracht haben. Ich sehe es mir an. Ist fertig. Ich sollte Sie warnen. So einen Zauberstab habe ich noch nie gesehen. Mein Verdacht, wie Professor Fig in seinem Brief andeutete, ist, dass er einem ganz besonderen Zweck dient. Ansonsten ist er wohl kaum zu gebrauchen. Ich verstehe. Danke, Sir. Ich fürchte, du bist allein. Ich habe dafür gesorgt, dass wir einen Moment ungestört sind. Ach, ich bitte dich. Kein Grund zu übertreiben. Nach allem, was Renrock jetzt weiß, musst du zugeben, dass wir die gleichen Ziele verfolgen. Unsere Ziele werden nie die gleichen sein. Du überlässt den Kobolden, was rechtmäßig uns gehört? Das letzte Behältnis gehört allein den Zauberern. Wir sollten zusammenarbeiten. Was hast du denn da? Hat dein Besuch beim Zauberstabmacher mit unserem gemeinsamen Ziel zu tun? Ich weiß überhaupt nicht, was Sie meinen. Dieses Behältnis ist mein Geburtsrecht! Charles Rookwood würde Sie nicht mal in der Nähe wollen. Wie überheblich. Ich hätte einfach nicht mit einem Kind diskutieren sollen. Ich sage ja immer, Kinder sollten gesehen werden und nicht gehört. Meine Fresse. Ein Tierwesen ist in meine Falle getappt. Incentio! Rookwood verliere nicht so leicht! Incentio! Expulso! Repulso! Mehr hast du nicht drauf! Was? Levioso! Expulso! Glacio! Repulso! Na, warte, wenn ich wieder unten bin! Expulso! Incendio! Das ist alles, was wir heutzutage. Hallo. Lumos. Und der Lumos. Imperium. Akkluzio. Diesen Kampf überlebst du nicht. Das wirst du noch rein. Okay, auf den Sack. Was? Du hast mich manipuliert. Das wirst du wissen. Kruzio.
Imperium. Ich wusste, dass du noch da warst. Komm, Frink! Wie überaus schwach. Expulso! Würde das etwas wie einen Angriff darstellen? Für diese Tat wirst du. Es kommen immer mehr. Du wirst dir wünschen, wieder in der Schule zu sein. Gepusht. Ja, genug. Expulso! Incendio! Protego! Glacio! Impulso! Incendio! Meine Fresse! Das ist schneller sein müssen! Protego! Das war noch nicht alles! Stell dich zum Kampf! Imperio! Zeit für einen Ausgleich! Ja! Das war ein schwerer Fehler! Confringo! Was hast du getan? Das mach ich dich fertig! Meine Fresse! Vater Kedavra! Punkt mal! Das, Imperium! Weiß eigentlich nicht geplant. Das wirst du noch bereuen. Expulso! Expulso! Komm mal her. Das wird dir noch leid tun. Confringo! Expulso! Expulso! Du bist ziemlich leichtfähig. Confringo! Expulso! Wer ist zu mir gewechselt? Oh, jetzt kommt der Vogel. Avada Kedavra! So. Zögerst du das Unvermeidliche hinaus? Wer ist da? Na, Lust zu spielen? Kozio! Du hast keine Chance! Komm schon! Sei ready! Vater, geht ab! Was war? Komm schon! Stirb, Kartoffel! Unglaublich. Rookwoods Herrschaft ist endlich vorbei. Ich muss Natty gleich eine Eule schicken. Aber erst muss ich zurück in die Kartenkammer und Fig berichten, was passiert ist. Na komm, geh auf. So. Das war's da mit Rookwood, wa? Sieht nach Ärger aus. Ah, nix mehr Ärger. Der ist tot. Revelio. Ja, ganz vorbei. Das Mysterium sollte die Dunkelheit. Er ist einfach geplatzt, ist er. Moin. Avada Kedavra! Die Tierwesen sind jetzt sicher. Einfach rums. War da genau. Ach, schön. Ehrenskartenkammer zurück.
Kann man da gleich erzählen, dass wir Rockwood eliminiert haben. Genau. Zack. Hallo. Victor Rookwood ist tot. Er griff an, als ich Ollivanders mit dem Zauberstab der Hüter verließ. Ich musste mich verteidigen. Bei Godrics Herz. Geht es Ihnen gut? Ich weiß, dass Sie sich gut verteidigen können. Das habe ich oft genug gesehen. Aber Rookwood höchstpersönlich. Er hat so viele Leben zerstört und hätte nicht aufgehört. Ich bin froh, dass ich ihn stoppen konnte. Sie haben recht. Er hätte nicht aufgehört. Sie haben das Nötige getan. Die Zauberergemeinschaft steht in Ihrer Schuld. Danke, dass Sie das sagen, Professor. Ich bin bereit für das, was kommt. Also gut. Die Hüter warten schon. Sie haben alle unsere Prüfungen absolviert. Und das unter Umständen, die nicht einmal ich vorhersehen konnte. Sie verstehen jetzt, warum all das nötig war. Der Portschlüssel, das Gewölbe, das Medaillon, das Buch, die Prüfungen. Wir mussten sicherstellen, dass jemand mit unserer Fähigkeit dieselbe Wahl treffen würde wie San, Neve, Charles und ich. Sie kennen jetzt meine Erinnerung und verstehen, was auf dem Spiel steht. Vergessen Sie niemals, dass nicht alle so sind, wie sie scheinen. Wie Sie wissen, gibt es kein Licht ohne Schatten und keinen Schatten ohne Licht. Nur weil Sie die Dunkelheit beseitigen können, sollten Sie das nicht noch immer tun. Selbst die umsichtigsten und fähigsten unter uns könnten den Ausgang nicht vorhersehen, den die Manipulation dessen, was uns nicht zusteht, zur Folge hätte. Was im Behältnis ruht, darf nie befreit werden. Widerstehen Sie der Versuchung, es zu zerstören oder zu kontrollieren. Die Magie, die Sie so sorgfältig geübt haben, muss jetzt einzig und allein das Geheimnis beschützen, das wir hüten. Sie werden wissen, wann der Zauberstab zu nutzen ist. Unser Erbe liegt nun in Ihrer Hand. Das hier muss der Weg zum Behältnis sein. Gut. Das machen wir aber dann in der letzten Folge. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Wir können nur hoffen, dass wir nicht zu spät sind. Und